Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal zu einem Video, das gab es bisher noch nicht auf meinem Kanal. Denn bisher bekanntlicherweise gab es nur Bücher Hauls und Neuzugänge, aber noch keinen Unhaul, denn ich habe das erste Mal Bücher aussortiert. Und es sind gleich eine ganze Menge geworden. Das sind knapp 50 Bücher geworden, die ich aussortiert habe. Nachdem ich mal durchgezählt habe, wie hoch mein Sub ist, und ich so schockiert war, habe ich gedacht, ich sortiere einfach mal mein Bücherregal aus und schmeiße das raus, was mir nicht so gut gefallen hat und was ich, glaube ich, nicht mehr lesen werde, wahrscheinlich. Weil, wie gesagt, das sind so viele Bücher, die ich noch lesen muss. Deswegen, ja, ich werde jetzt auch gar nicht sagen, wie hoch mein Sub ist, weil, oh mein Gott, Leute, nee, das ist mir zu unangenehm. Und genau, ich werde also das Video in zwei Teile teilen, weil es sind 50 Bücher, deswegen die erste Hälfte, die gibt es heute und die nächste Hälfte wird dann demnächst auch online kommen. Also seid auf jeden Fall gespannt, denn es werden, wie gesagt, zwei Videos dann dazu kommen. Und ich habe, wie gesagt, vier solche Stapel hier neben mir stehen. Ich werde jetzt zwei zeigen und im nächsten dann auch nochmal zwei. Und genau, ein paar davon habe ich schon, schon weitergeben können sozusagen. Ich habe auch noch sechs Mangas aussortiert aus der Vampire Knight Reihe, die ich aber schon im Paket habe, denn die sind auf dem Weg zu Lucia vom Kanal Magical World of Books, denn sie wollte die gerne haben, deswegen habe ich ihr die dann zugeschickt und noch ein paar andere Sachen. Also seid auf jeden Fall gespannt, denn auf ihrem Kanal wird es demnächst ein Unpacking geben zu diesem Paket. Und genau, deswegen, da freue ich mich auch schon so drauf, dass wenn sie das Paket auspackt. Und ja, ich zeige euch jetzt die Bücher, bevor das Video zu lang wird, welche ich aussortiert habe. Ich werde jetzt nicht zu allen Büchern was sagen, wahrscheinlich, oder nur kurz was sagen, weil, wie gesagt, es sind total viele. Und ich verlinke euch die Bücher in der Infobox, falls euch das interessieren sollte oder ihr Rezensionen dazu lesen wollt und so weiter. Alles in der Infobox. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ich habe hier als erstes zwei Bücher von Cecilia Ahern aussortiert. Die habe ich, glaube ich, auch beide gebraucht bei Rebuy gekauft. Und ich habe eins davon abgebrochen und deswegen habe ich das andere gleich mit aussortiert. Und zwar das erste, ich habe dich im Gefühl, habe ich abgebrochen. Ich fand das grottig und es ging einfach. Es hat einfach, ist einfach nichts passiert in diesem Buch. Ich habe bis Seite, ich weiß es nicht, über 200, glaube ich, gelesen. Oder 100. 50 oder so. Auf jeden Fall, ich fand es nicht gut. Hat mir nicht gefallen. Deswegen ist es auch nicht schlimm, dass ich das jetzt aussortiert habe. Und das zweite, was dann gleich mitkommt, ist, ich schreibe dir morgen wieder, auch von Cecilia Ahern. Ich habe jetzt, also nicht alle Bücher finde ich grundsätzlich von dir schlecht. Ich fand Love Rosie zum Beispiel ganz süß, also für immer vielleicht. Hat mir ganz gut gefallen. Und ich habe noch zwei andere Bücher in meinem Regal stehen, die noch gelesen werden wollen. Aber die werde ich auf jeden Fall noch lesen. Zum Beispiel PS, ich liebe dich, soll ein ganz tolles Buch sein. Das werde ich auch noch lesen irgendwann. Dann habe ich hier aussortiert. Ihr werdet mich jetzt. Wahrscheinlich werden mich ein paar dafür hassen. Aber ja, ich habe aussortiert die Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare. Weil ich den ersten Band gelesen habe und ich fand das einfach so schlecht. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich weiß es, ich habe von. Also ich habe noch nie was Schlechtes über diese Bücher gehört. Noch nie. Ich habe nur total gute Meinungen dazu gesehen und alle waren total begeistert von dieser Reihe. Und deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich mir gleich den Schuber. Den habe ich mir damals bei Rebuy gekauft. Und ja, leider war es ein Fehler. Also ich hätte mir vielleicht doch erstmal das erste Buch kaufen sollen, aber naja. Ich habe das erste Buch, wie gesagt, gelesen und fand es wirklich nicht gut. Und deswegen, ich kann mich einfach nicht dazu überwinden, weiterzulesen. Ich möchte einfach nicht weiterlesen. Und vielleicht würde ich irgendwann mal als Hörbuch weiterhören, aber lesen werde ich es garantiert nicht, denn das war schon so eine Qual, das erste Buch durchzulesen. Genau, und dieser Stuber geht es an eine gute Freundin von mir, die hat sich das schon direkt reserviert. Genau, dann habe ich aussortiert von Sarah Lark, das Gold der Maori. Habe ich auch damals bei Rebuy gekauft für 1, 2 Euro, wenn überhaupt. Und ich weiß einfach, das ist so ein dicker Schinken. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es mein Genre ist unbedingt. Deswegen habe ich es jetzt aussortiert und deswegen wird das dann auch verkauft oder verschenkt. Dann habe ich aussortiert von Nicholas Sparks ein Buch, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe bisher viele Bücher gelesen von Nicholas Sparks, schon einige. Die haben mir alle eigentlich soweit gut gefallen, aber das hier fand ich fand das so schlecht. Und zwar ist das Zeit im Wind.
Ja, also ich fand auch dieses Paar einfach total merkwürdig. Die waren einfach, ja, die waren sehr ungleich. Ist natürlich oft in Romanen so, dass die nicht sehr viele Paare auch mal ganz unterschiedlich sind. Aber ich fand das so merkwürdig. Ich fand das so komisch. Und ich habe das abgebrochen und konnte nicht weiterlesen. Ich habe, glaube ich, schon über die Hälfte locker gelesen gehabt. Es ist jetzt auch kein dickes Buch oder so. Aber nee, ich konnte mir das nicht antun. Also tut mir leid. Also ich weiß ja nicht. Also es tut mir jetzt leid, wenn ich hier irgendwie ein Buch nicht gut fand, was ihr total toll fand. Das ist natürlich Geschmackssache. Wie gesagt, ich sage ja nicht, dass das Buch an sich grottenschlecht ist oder irgendwas, sondern für mich war es halt nicht gut. Deswegen, ihr könnt es natürlich gut finden, aber meins war es jetzt nicht, leider. Genau, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Buch ihr von denen, die ich jetzt nicht so gut fand, gut fandet. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Dann habe ich aussortiert. Ich habe, glaube ich, größtenteils viele Sachen davon. Ich habe fast, ich glaube, ich habe alles davon Gebrauch gekauft, was ich hier habe. Also ich habe nichts davon, glaube ich, neu gekauft. Zumindest jetzt nicht, was in diesem Video kommt. Genau, das nächste, was ich aussortiert habe, ist Bill Bryson, eine kurze Geschichte von fast allem. Soll ja ein moderner Klassiker sein, aber irgendwie spricht es mich nicht an. Muss ich schon sagen. Es spricht mich einfach nicht an. Und deswegen lag es bisher die ganze Zeit in meinem Bücherregal und ich glaube, ich werde das nicht mehr lesen. Deswegen habe ich das aussortiert. Dann habe ich auch sortiert ein Buch, was ich nicht lesen möchte. Und zwar ist das diese Jubiläumsausgabe von Twilight, von dem ersten Band bis in alle Ewigkeit, wo ja die Charaktere einfach vertauscht worden sind. Also Bella ist in dem Sinne der Vampir und sie heißt jetzt Bo, glaube ich. Nee, Edith heißt sie. Edith heißt sie jetzt. Und das ist Edward ist jetzt Bo, also Beaufort. Swan? Das ist bescheuert. Also ganz ehrlich, die haben einfach nur die Namen vertauscht und die Geschlechter vertauscht, mehr nicht. Deswegen, nein. Das hat sich aber bisher, hat sich auch eine liebe Freundin von mir schon gesichert, dieses Buch, aber ich werde das nicht lesen. Und ich meine, nee. Ich habe mir ja die englische Ausgabe von den englischen Schuhbeiß gekauft von der Reihe. Das werde ich auf jeden Fall nochmal lesen. Aber das hier werde ich mir nicht geben. Nee. Dann habe ich hier zwei Teile einer, ich glaube, Trilogie aussortiert. Und zwar sind das die Chroniken von Anbeginn, das Buch Rubin und das Buch Emerald. Ich weiß auch gar nicht, worum das gehört. Keine Ahnung. Die sehen super aus und eins davon war sogar eingeschweißt, als ich sie gekauft habe. Aber ich weiß nicht, mich spricht die Reihe mittlerweile nicht mehr wirklich an und deswegen habe ich sie jetzt auch aussortiert. Sieht es super aus vom Zustand her, wie gesagt. Das eine ist ein Mängelexemplar. Ich habe die beide, glaube ich, mal bei Avell bestellt. Und das eine war, wie gesagt, noch eingeschweißt, das grüne hier. Genau. Deswegen habe ich die jetzt auch aussortiert. Dann haben wir hier, habe ich bei River immer bestellt, die Liste der vergessenen Wünsche von Robin Gold. Genau. Liegt auch schon seit echt über einem Jahr locker oder 2 Jahren in meinem Bücherregal. Ich greife zu diesem Buch nicht, es spricht mich nicht mehr so an. Deswegen habe ich das auch aussortiert. Ich meine, mich haben die Bücher damals, als ich sie gekauft habe, wirklich sehr angesprochen. Aber mittlerweile ist es einfach nicht mehr so. Ich glaube, die Geschmäcker verändern sich halt auch und deswegen ist es mal so. Dann habe ich ein Buch aussortiert, das ich mir geschenkt bekommen habe. Es tut mir jetzt leid. Aber das ist Haus der Vampire und das ist, glaube ich, der 17. Band. Und ich habe natürlich alle anderen nicht. Deswegen wird das auch aussortiert. Deswegen, ich sehe einfach keinen Sinn darin, ein 17. Buchband zu lesen, obwohl ich den Rest davor nicht gelesen habe. Das ist irgendwie blöd. Und ich möchte auch nicht irgendwie mir alle davor noch kaufen. Nee, danke. Deswegen habe ich das aussortiert. Dann auch ein Buch, was ich mal bei Rebuy bestellt habe. Hourglass, die Stunde der Zeitreisenden. Ich habe im Moment wirklich keine Lust mehr auf Zeitreisegeschichten, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen, ich habe es aussortiert, weil ja, ich werde da wahrscheinlich nicht mehr zugreifen. Dann habe ich aussortiert, nicht weil ich es nicht lesen möchte, sondern weil mein Freund das sich auch gekauft hat und das wesentlich besser aussieht vom Zustand, ist der erste Teil der Maze Runner Trilogie. Die Auserwählten im Labyrinth. Und das ist ja so eine hässlich rundgelesene Rebuy-Ausgabe. Deswegen habe ich das jetzt aussortiert, weil, wie gesagt, mein Freund hat die komplette Trilogie zu Hause stehen. Deswegen brauche ich mir die anderen beiden Teile nicht kaufen und deswegen sortiere ich den ersten beiden das aus. Dann habe ich hier noch ein Buch von Sarah Lark, Im Land der Weißen Wolke.
muss ich, wie gesagt, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen, weil ich habe euch ja zum ersten Band auch gesagt, also zum anderen Band gesagt, das sind dicke Schinken und es ist einfach nicht mein Genre. So. Es ist auch ein bisschen historisch und so. Nee. Dann habe ich hier ein Buch aussortiert, das haben wir, glaube ich, in der 7. Klasse auf der Realschule gelesen. Und zwar ist das Chill mal Frau Freitag von Frau Freitag, einer Lehrerin. Den Alltag einer unerschrockenen Lehrerin. Ich fand das Buch super witzig, aber es ist jetzt kein Buch, was ich unbedingt in meinem Regal stehen haben muss. Deswegen habe ich es auch aussortiert. Dann habe ich hier ein Buch, das habe ich mal in der Thalia Grabbelkiste gekauft als Mängelexemplar. Und zwar Auf Schwingen der Nacht von Heather Terrell. Terrell, wie auch immer. Ich habe das mal für 2,50 gekauft, aber ja, es spricht mich jetzt nicht mehr wirklich an. Ich glaube, ich hätte das gekauft, weil je mehr man kauft, desto günstiger sind die Bücher. Ja, genau. Dann noch ein. Was ist denn da drin? So. Noch ein Buch, was ich. Ein Mängelexemplar, was ich aussortiert habe. Habe ich auch bei Erwell bestellt, bin ich der Meinung. Und zwar das Labyrinth erwacht. Ich habe gehört, die Reihe soll im Großen und Ganzen nicht so gut sein. Und da ich das jetzt nicht so unbedingt lesen möchte, habe ich das auch aussortiert. Ja, genau. Dann habe ich auch aussortiert Die Rebellion der Maddie Freeman. Habe ich mal bei Medimops bestellt, glaube ich. Irgendwie sowas. Und ja, wie gesagt, ich habe alles jetzt aussortiert, was mich nicht mehr so unbedingt interessiert. Deswegen ist das Buch jetzt auch ausgezogen bei mir. Noch ein Buch aus der Grabbelkiste ist Jäger des Mondlichts von Christine Johnson. Genau, habe ich zusammen mit dem anderen Buch aus der Grabbelkiste gekauft. Und deswegen wird das jetzt auch mal aussortiert. Diese Bücher gibt es dann nicht mehr bei Amazon zu kaufen. Die sind schon so alt oder so, ich weiß auch nicht. Verstehe ich gar nicht. Die sind aber hier erste Auflage 2011. Eigentlich gar nicht so alt, aber ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Kann man auf jeden Fall nicht mehr kaufen. Dann habe ich hier ein Buch aussortiert, das möchte ich auf jeden Fall noch lesen, aber ich werde es mir in einer anderen Ausgabe kaufen. Und zwar ist das Pierce Brown Red Rising. Und ich möchte die Reihe unbedingt noch lesen, aber ich habe es dummerweise im Hardcover gekauft bei Revive damals. Und ich habe nicht gewusst, dass die zweite und dritte Band nicht mehr als Hardcover erscheinen werden. Deswegen werde ich auf die Broschürenausgaben irgendwann dann mir zulegen und die dann lesen, wenn ich sie dann alle da habe. Ich möchte auf jeden Fall diese Reihe lesen, weil sie soll unglaublich gut sein. Und ja, also nicht, dass ich die Reihe nicht lesen möchte, nur ich möchte sie mir dann passend kaufen, dass sie alle drei gleich aussehen natürlich. Dann habe ich aussortiert von Veronica Roth, Rad der Neuen, gezeichnet. Ich habe dazu eine Rezension gemacht auf meinem Kanal, es war aber kein Rezensionsexemplar. Habe ich mir selber gekauft gehabt. Habe ich zusammen mit Jessie gelesen vom Kanal Melody of Books. Aber es war jetzt einfach nicht meins und es ist jetzt einfach kein Buch, was ich unbedingt im Regal stehen haben muss. Und ich glaube, ich werde die Reihe auch nicht beenden. Ich glaube, ich werde den zweiten Band dazu nicht lesen. Es soll ja eine Dilogie werden. Ich denke nicht. Und dann habe ich noch aussortiert, auch mal bei Reaper bestellt, Nach dem Sommer von Maggie Stiefvater, oder Stiefvater, wie auch immer. Genau, ja, so eine Werwolf-Geschichte und ja, interessiert mich jetzt auch nicht mehr so mega. Deswegen habe ich das auch aussortiert oder so. Wenn ihr der Meinung seid, ich soll irgendwas davon unbedingt lesen und doch nicht weggeben, dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber ansonsten sind die jetzt erstmal im Auszug aussortiert, sage ich mal so. Ja, genau, das war jetzt der erste Teil meines Unhauls, wie auch immer, wie man das nennen will, meine aussortierten Bücher. Und genau, dann folgt demnächst das zweite Video, seid auf jeden Fall gespannt, da wird es auch noch einige Bücher geben, die ich aussortiert habe. Und seid auf jeden Fall gespannt und das war es jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr das dann gerne einen Daumen nach oben da oder ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!